konnten so nochmal 10 kW draufpacken. Die kommen natürlich zustande aufgrund der Optimierungsmaßnahmen. Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. It's Tech Tuesday Time. Heute mit Benny. Hi! Freut mich sehr, dass er mit dabei ist. Macht immer super Spaß, mit ihm über technische Highlights zu sprechen und wie er sie so im Fahrzeug erlebt. Heute wollen wir mal ganz genau ins Detail gucken, was die technischen Änderungen im Golf Air 20 Years sind. Das haben wir euch versprochen, als wir im Tech Tuesday Special in Schweden waren. Das Video haben wir euch auch nochmal oben verlinkt. Könnt ihr gerne reinschauen, ist wirklich gut geworden. Auf jeden Fall. Wir nehmen euch heute mit auf eine Reise durch den Motor, um mit euch natürlich auch über die Themen, die sich zum Golf Air 20 Years verändert haben, zu sprechen. Um euch die technischen Highlights wirklich ganz genau vorzustellen, hat Sonja den Motor aus unserem Testträger mal schnell ausgebaut. Da haben wir wieder unser bekanntes Aggregat, den EA888 in der vierten Generation, wie auch schon beim Golf Air mit dem DQ381 Doppelkupplungsgetriebe, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Und hier haben wir jetzt wirklich nochmal einige Optimierungsmaßnahmen vorgenommen, sowohl in der Einlass-, aber auch in der Auslassseite. Ihr müsst euch vorstellen, Ansaugluft kommt hier an, wird durch den Turbolader komprimiert, geht dann wieder über den Ladeluftkühler und kommt dann zuerst zur Drosselklappe. Aber auch am Motor selbst haben wir schon ein bisschen was gemacht, denn wir können die motorinternen Größen ein bisschen besser auswerten, konnten die Applikation verfeinern, konnten so nochmal 10 kW draufpacken, sodass wir jetzt 333 PS haben. Yes, 333 PS im Sondermodell. Die kommen natürlich zustande aufgrund der Optimierungsmaßnahmen, die wir vorgenommen haben. Fangen wir an der Einlassseite am besten mal an. An der Einlassseite sitzt nämlich die Drosselklappe, und zwar hier. Die steuert, wie viel Luft in den Brennraum kommt. Wenn ihr also aufs Gas geht, öffnet die Drosselklappe, und wenn ihr vom Gas gebt, also das Fahrzeug in den Schub schickt, dann schließt sie normalerweise. Denn das hat den Effekt, wenn die Drosselklappe geschlossen ist, dass sich die Luft, die hierher kommt, wie Benny beschrieben hat, vom Turbolader durch den Ladeluftkühler bis hierher, sich vor der Drosselklappe, vor der geschlossenen Drosselklappe, staut. Zwischen diesem Punkt und dem Brennraum bzw. den Einlassventilen entsteht dann ein Unterdruck, weil der Motor ja immer noch ein bisschen Luft ansaugt. Und wenn ihr jetzt wieder aufs Gas geht, die Drosselklappe öffnet sich, dann muss dieser Bereich überhaupt erstmal mit Luft gefüllt werden, bis wieder Luft für die Verbrennung zur Verfügung steht. Im Golf Air 20 Years haben wir es jetzt so gemacht, dass die Drosselklappe auch im Schub ein Stückchen geöffnet bleibt, beziehungsweise eigentlich vollständig geöffnet. Das heißt, der Luftdruck staut sich nicht mehr vor der Drosselklappe, sondern direkt an den Einlassventilen und steht somit, wenn ihr wieder aufs Gas geht, sofort für die Verbrennung zur Verfügung. Genau, das spürst du insbesondere auf kleinen Rennstrecken, wie zum Beispiel Oschersleben, auch eine Teststrecke von uns, wo du Lastwechselkurven hast, wo du vom Gas gehst, wieder auf Gas gehst, merkst du einfach, dass das Aggregat einfach deutlich schneller anspricht. Du hast schneller die Leistung zur Verfügung. Was wir mit diesen ganzen Arbeitsmaßnahmen versuchen, ist einfach die Arbeitswege zu verkürzen, um halt ein direkteres Ansprechverhalten vom Motor zu bekommen, wo du als Fahrer einfach mehr Leistung abrufen kannst. Wenn wir die Einlassseite verbessern, dann wollen wir natürlich auch an der Auslassseite ein bisschen was machen, und da haben wir auch jede Menge am Turbolader verändert. Turbolader ist ein super Stichwort, Benny. Da haben wir nämlich was an der Wastegate-Steuerung verändert. Das Wastegate steuert, wie viel Abgasmasse den Turbolader antreibt. Das Abgas treibt den Turbo an, damit er frische Luft wieder ansaugen und komprimieren kann. Wenn ihr nicht die volle Leistung braucht, der Turbolader also nicht voll laufen muss, wird das Wastegate geöffnet und das Abgas kann am Turbolader vorbeischlüpfen. Das hat aber auch den Effekt, dass der Turbolader ziemlich stark abtourt. Und wenn ihr wieder aufs Gas geht und Leistung wollt, dann wird das Wastegate geschlossen. Und der Turbolader muss erstmal wieder aus dem Drehzahlkeller hochgedreht werden. Das merkt ihr natürlich, dass der Motor nicht sofort da ist. Der Turbolader ist also schon direkt auf Drehzahl und der Motor kann die Leistung viel besser entfalten. Quasi das Anti-Lag-System für die Straße. Ja, ganz genau. Das sind die beiden großen Maßnahmen, die wir für das Thema Fahrbarkeit noch gemacht haben. Also einmal Drosselklappe offen im Schub und Turboladervorspann im Teillastbereich. Hört sich nicht viel an, hat aber einen großen Effekt auf die Fahrbarkeit und dementsprechend auch die Rundenzeit auf der Rennstrecke. Das war's auch schon mit Folge 1 vom Tech Tuesday zum Golf Air 20 Years. Wir haben natürlich noch weitere Highlights, die wir euch in Folge 2 vorstellen. Die Folge könnt ihr gar nicht verpassen, weil ihr den Kanal natürlich schon lange abonniert habt. Lasst gerne ein Like da, wenn euch solche Videos gefallen. Macht's gut, ciao. Ich freue mich schon auf nächstes Mal. Bis demnächst. Volkswagen.